Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. So, jetzt sind wir also hier angekommen, immer noch, und versuchen nach wie vor die Zeit zu verändern. Und ich hatte jetzt eine Idee, gerade kurz nachdem ich die Aufnahme geschaltet habe, und zwar, dass wir dem das einfach so umwickeln um den Kopf. Ob das nicht, das wird doch auch funktionieren oder nicht? Willst du dir noch ein bisschen für später einpacken? Nein, danke. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Okay, dann wohl doch nicht. Wie mache ich das denn am ehesten? Ich brauche ja... Obwohl, ja, doch, ich brauche ja eigentlich... Das muss ich nicht verstehen. Jetzt! Okay. Ich bräuchte ja eine Form, anhand derer ich diesen Aluhut nachstellen könnte. Das Glas wäre eigentlich perfekt gewesen, aber das will er ja nicht. Schraubenschlüsselschrott. Mit dem Strohhalm? Och nee, ernsthaft? Das trägt man jetzt so. Aluhut. Ja, der ist doch fertig, oder nicht? Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Okay, sehr gut. Und er hatte bereits einen Aluhut. Ich fühle mich verschaukelt. Und unser ist, aber Hauptsache unser ist weg. Okay, jetzt werde ich versuchen, die Zeit zurückzudrehen. Und dann werden wir mal schauen, was passiert. So, genau. Wollen wir noch mal? Ich weiß, es scheint mir... Ja. Ja, ich weiß. Ich bin darauf vorbereitet. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Und schon wird gekurbelt. So, jetzt sollte ja das Vieh nochmal hinter mir auftauchen, ne? Tati, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hä? Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Okay, dann los. Amen. 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 Kommen. Jetzt eindrehen. Oh mein Gott, der kommt nicht. Nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Ich dachte, ich muss das Vieh umbringen. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh. Dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Okay. Huch! Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles nur Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon.
Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Ich wette, das Vieh hat jetzt schon wieder unser Dings kaputt gemacht. Nee, die Gläser sind noch heil. Soll ich die... Ich pack die mal vorsichtshalber ein. Noch nicht. Okay, dann noch nicht. Okay, dann gehe ich einfach mal echt Toni holen. Keine Ahnung, also vielleicht ist ja der... Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, ich möchte kein... Das kennen wir ja bereits. Möge Tetanus uns beistehen. Das kennen wir ja bereits. Jetzt wiederholt sich hier nochmal alles. Okay. So, Hallöchen hier. Für euch interessiere ich mich leider überhaupt nicht mehr. Hey Rufus, warte doch mal. Was denn? Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Okay. Ja, das habe ich auch erwartet. Okay, dann ich gehe einfach mal... Ah ja, genau. Und hier steht jetzt noch der ganze Krimskrams rum. Okay, hi Toni. Uhu, Schnutzel, bitte. So, ja, jetzt können wir doch los, oder? Können wir jetzt nicht los? Doch, jetzt ist sie bereit. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Okay. Ja, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt den ganzen Stuff nochmal mitnehmen soll. Also Strohhalm kann ich definitiv mitnehmen. Glas auch. Ich nehme einfach alles nochmal mit, was irgendwie wichtig erscheint. Keine Ahnung, ob ich das jetzt brauche. Aber man kann ja nie genügend Stuff im Inventar haben. So, ja, Lotti lasse ich da mal jetzt in Ruhe. Hier kann ich sowieso noch nichts ausrichten. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Oh, da ist sie ja. Hallo. Komm schon, trödel nicht so. Wo ist ein Tack hin? Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst... Ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Also ich denke, letztendlich läuft es doch darauf hinaus, dass wir diese tolle Elefantenbuchse bekommen. Und, oh je... das Vieh abschließen. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Mai schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Hm. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann.
Töre. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schlucks runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Ja, CSI Doomsday hier. So, okay, wir haben dort sehr schöne glitzernde Scherben, die will ich mitnehmen. Okay, leuchtende Stelle. Ah. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Okay. Bolla. Wir haben einen Fetzen. Seine Haut. Das könnte der Hinweis sein, der uns gefehlt hat. Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Die Tatzelwurmstrahlung, herrlich. Okay, dann würde ich mal sagen, okay. Oh, guck mal da. Hier unten irgendwo, haben wir hier noch was? Nee. Ah, da. Aha, da läuft es also lang. Der Elefant flieht vor uns, wie man sehen kann. Gehen wir mal zur Kreuzung. Das ist so geil, wie wir hier als Dreierteam durch die Gegend rennen. Okay. Warte, da ist er. Wo ist er hin? Keine Strahlung mehr hier von ihm zu sehen. Dann doch wieder zurück. Aber er ist doch da lang gerannt. Ich glaube, wir drehen uns so ziemlich im Kreis, Rufus. Oh, er rennt weiterhin vor uns weg. Schlaues Kerlchen. Oh, guck mal da, da gehen die Spuren weiter, da gehen sie weiter. Okay, wo zur Hölle rennt er hin? Dann geht's hier wieder runter. Oh Gott, er ist verwirrt, er ist dermaßen verwirrt. Okay, warte, da gehen sie wieder runter. Ah, hier gehen sie weiter, okay. Ich glaube, der hält uns zum Narren, dieser rosa Elefant. Okay, hier geht's weiter und er läuft... Oh, da scheint es was gegeben zu haben. Warte, da geht's runter, da geht's hoch. Okay. Der verkackeiert uns. Da? Ha! Ein Hebel! Oh! Ameble Sekrete. Ein geheimer Hebel. Holde Narren und Narhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesem Dödödöm? Hä? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. So gut. Wow. Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Let's go to the mall today. Porzellan, ey. Oh Gott, das ist ein bisschen gruselig hier. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Ja,
wie ein Elefant im Porzellanladen. Voll bescheuert. Voll süß, das Schnabeltierchen. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, Rufus, ich werde... Oh, ein Porzellan, Rufus! Noch nicht. Aber ich will den haben. Hey, wie cool ist das denn? Ich dachte eigentlich, das soll so ein kleiner Link sein. Goldig. Oh je, okay. Wollen wir dann den ersten Tunnel uns angucken oder den? Ich sag, wir gucken uns den an. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Okay, also wir kommen anscheinend hier nicht rein, insofern unser Tuck keine Waffe hat. Wir wissen ja, wo wir diese Waffe herbekommen. Bereit, Mac? Ich schon. Aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Okay, hast du noch irgendwas Cooles zu sagen, McChronicle? Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantomelefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt der Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantomelefant. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Bleib bitte in der Nähe, okay? Okay, so, ich gehe dann mal raus und lass die allein. Ich würde ja am liebsten jetzt den... Können wir den Hebel betätigen und die einschließen? So, ich glaube, genau, Burnetts Hütte war nämlich offen, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal schnurstracks rein. Da ergibt sich vielleicht etwas Neues, das fände ich ganz cool. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Ach, das ist Ihr Vater. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samthandschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Okay. Oh, das ist ja das reinste Paradies hier für Rufus. Kein Wunder, dass Bernard uns so mag. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Tja, vielleicht aus gutem Grund, mein Lieber. Okay, das ist also ihr Vater. Den haben wir nie kennengelernt. Vielleicht auch besser so, um ehrlich zu sein. Haben wir... Oh, eine Rakete. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. So. Eine Rakete mal mitgenommen. Haben wir hier noch was aus einer unglücklichen Toni? Ah, oh, oh, einen Hahn. Den könnte ich gut gebrauchen. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn's sein muss... Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Aber den Hahn könnte ich super gut gebrauchen, und zwar für dieses, Bienen-Honig-Ablassteil. Es ist ja kein Bienen... Also es ist ja nicht so wirklich von dem Imker, also dieses Bienenfass halt da. Wo, weil dann könnten wir nämlich den Bart vielleicht klebrig machen, damit der Junge dann mit uns dieses Faulobstzeug spielt. Oh, das könnte interessant werden. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Oh, ist ja fies, ey. Alle gegen Toni. Ich kann sie aber voll verstehen. Das Temperament hat Toni offensichtlich von der Mutter geerbt. Ich hoffe, der Rest kommt von Bernard. Ausgenommen Ohren, Zahnstellung und die Neigung zum frühzeitigen Haarverlust. Da wäre es günstig, wenn noch eine dritte Partie im Spiel wäre. Ach, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Das heißt, Moment mal, das kann ich ja. Rufus 1, Schicksal 0. Du, Toni? Ups. Ich war das nicht. Ach,
Wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Ein rosa Elefant. Aber wenn ich ihr das sage, wird sie mich wahrscheinlich für völlig durchgeknallt halten. Deswegen lasst uns hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge schauen, wie wir Toni besänftigen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin einen wunderschönen Tag und sage bis zu einer nächsten Folge. Bye, bye!